Viele Namen, viele Fragen. Gerichtsdokumente und Abschriften, in denen mehrere prominente Persönlichkeiten erwähnt werden, werfen in der Öffentlichkeit die Frage auf, welche Verbindung sie wirklich zu Epstein hatten. Die Öffentlichkeit möchte seit langem eine Liste von Jeffrey Epsteins bestätigten Verbindungen sehen, obwohl eine wörtliche Liste der Klienten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Wurde jetzt eine Sammlung von Rechtsdokumenten, die mit Epstein in Verbindung stehen, entsiegelt. Es werden viele Namen in verschiedenen Zusammenhängen genannt, was nicht bedeutet, dass sie alle Klienten oder sogar Mitarbeiter Epsteins waren. Im Jahr 2019 wurde Epstein unter dem Vorwurf des Sexhandels und der Verschwörung zum Sexhandel verhaftet. Er starb im August 2019 im Gefängnis, was offiziell als Selbstmord deklariert wurde. Trotz seines Todes bleibt der Fall im Rampenlicht, da Epsteins Geschäftspartnerin Ghislaine Maxwell laut CNN schließlich der Beihilfe zum Handel mit jungen Mädchen für schuldig befunden wurde. Im Jahr 2022 wurde Maxwell zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. But today, justice has been done. Nun steht Epsteins Fall erneut im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit. Kürzlich veröffentlichte Dokumente aus einer Klage von Virginia Giuffre aus dem Jahr 2015 gegen Maxwell erwähnen einige von Epsteins Verbindungen, darunter Geschäftspartner, Ankläger und Freunde. Es ist wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, dass jemand in diesen Dokumenten genannt wird, nicht auf eine Verbindung zu Epsteins Sexhandel hinweist oder eine Schuld an anderen Straftaten impliziert. Dennoch wird die Vielzahl der Personen, die mit Epstein in Verbindung standen, für viele ein Schock sein. But their names appeared in a vast 943-page trove of evidence. Als einstmals erfolgreicher Geschäftsmann war es zu erwarten, dass eine Liste der Kontakte und Kunden von Jeffrey Epstein viele berühmte Namen enthalten würde. Aber einige überraschen dennoch, darunter viele, die große Namen in der Unterhaltungsindustrie waren und immer noch sind. Aus den Zeugenaussagen geht hervor, dass eine der Zeuginnen, Joanna Schoberg, einmal einige von Epsteins berühmten Freunden in seinem Haus getroffen hat, darunter Michael Jackson. Schoberg sagte, ich habe Michael Jackson getroffen, in seinem Haus in Palm Beach, in Jeffreys Haus in Palm Beach. Schoberg bestritt weiterhin, dass sie dem verstorbenen Musiker jemals eine Massage gegeben habe. Das war so ziemlich das Ausmaß, in dem Jacksons Name zur Sprache kam. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Jackson in irgendeines von Epsteins Fehlverhalten verwickelt war. Der Billie Jean-Sänger war jedoch nicht der einzige Entertainer, der in den Dokumenten auftaucht. Auch Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett und Bruce Willis wurden in den Vernehmungsprotokollen erwähnt. Schoberg wurde gefragt, ob sie diese Schauspieler während ihrer Zeit mit Epstein jemals getroffen habe. Sie antwortete, ich habe sie nicht getroffen, nein. Wenn ich über sie gesprochen habe, dann nur, wenn ich ihn massiert habe. Er hat damals viel telefoniert und einmal sagte er, oh, das war Leonardo oder das war Kate Blanchett oder Bruce Willis. So etwas in der Art. Auch hier wurden die Namen über diese kurze Befragung hinaus nicht genannt. Nichts von allem deutet auf ein Fehlverhalten von Epsteins Bekannten hin. Neben Schauspielern und Sängern ahnten viele, dass der ehemalige Präsident Donald Trump in den Jeffrey Epstein-Dokumenten eine wichtige Rolle spielen würde. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder eine Freundschaft mit Epstein erwähnt, aber nichts in den neu veröffentlichten Dokumenten verwickelt ihn in irgendwelche Verbrechen. Schoberg erwähnte Trump zumindest einmal in ihrer Aussage. Als Epstein ihn bei einem Besuch in Atlantic City erwähnte. Sie erklärte, Jeffrey sagte, großartig, wir rufen Trump an und gehen in. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Casinos, aber wir gehen in das Casino. Während die Erwähnung von Trumps Namen für viele nicht überraschend war, mag die Prominenz eines anderen ehemaligen Präsidenten in Schobergs Aussage einige schockieren. Der ehemalige Präsident Bill Clinton wurde in den Dokumenten dutzende Male erwähnt. In Erinnerung an ein Gespräch mit Epstein sagte Schoberg, er sagte einmal, dass Clinton sie jung mag und bezog sich dabei auf Mädchen. Clinton hat eine bekannte Geschichte mit Epstein. Die New York Times berichtete, dass Clinton 2002 in Epsteins Jet gesehen wurde, mehrere Jahre vor Epsteins erster Verhaftung im Jahr 2006. Im Jahr 2019 veröffentlichte Clintons Team eine öffentliche Erklärung, in der er sich von dem Geschäftsmann distanzierte. Obwohl Clintons Beziehungen zu Epstein besonders fragwürdig erscheinen, wird der ehemalige Präsident in der Erklärung nicht in illegale Aktivitäten verwickelt.